Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamo. Cool, dass ihr da reingeschaut habt. In meinem heutigen Video möchte ich mit euch zusammen mein, ich glaube, drittes Unboxing auf meinem Kanal durchführen. Und dazu habe ich mir den Amazon Fire TV Stick ausgesucht. Erstmal jetzt die kleinere Version, die kein 4K unterstützt. Aber falls mir das Produkt zusagen sollte, dann werde ich mir natürlich den Stick mit 4K-Unterstützung zulegen. So, dann schauen wir erstmal, wie die Verpackung in erster Linie aussieht. Erstmal ganz simpel gestaltet, mit hier oben den Logos, der Sender und Streaming-Dienste, die der Fire TV Stick unterstützt. Das sind für mich die wichtigsten, in erster Linie natürlich Amazon Prime, Netflix, Spotify, ProSieben und so weiter. Satu ist noch ganz cool, das ist schon mal ganz praktisch. Dann auf der Seite sehen wir, es ist eine Alexa-Sprachfernbedienung enthalten. Es unterstützt das Audioformat Dolby, das ist super, 1080p HD, wie gesagt Full HD und kein 4K, aber für den ersten Test langt es erstmal und es hat, wie man sieht, einen Quad-Core-Prozessor enthalten. Dann ist hier nochmal der Lieferumfang kurz und knapp beschrieben, aber da wir ihn gleich aufmachen, brauchen wir das jetzt durchlesen. Dann hinten ist nochmal ganz kurz und knapp beschrieben, wie das Ding funktioniert, was alles unterstützt wird. Und mobil und einfach einzurichten. Also ich hoffe, es ist ähnlich wie bei Google und bei Apple, dass es nahezu Plug and Play ist, aber das werde ich dann natürlich, wenn ich den TV-Stick ausprobiert habe, in den kurzen Review heute nochmal zeigen. So, dann steht hier nochmal Amazon Fire TV-Stick. Und ja, das war's schon mal von der Verpackung. Dann würde ich sagen, nicht lang schnacken und machen wir das Ding mal auf. So. Die obligatorischen Aufkleber, wie auch schon beim Amazon Echo. Dann kommt uns hier ein schwarzer Schlitten entgegen. So, das sehen wir hier in erster Linie. Das ist wahrscheinlich die Anleitung. Eine Kurzanleitung, was ich sehr gut finde. Kurz und knapp. Es verspricht eine sehr leichte Installation. Hier ein Netzkabel. Hier der HDMI-Adapter für den Fernseher. Recht hochwertig verarbeitet, fühlt sich echt von der Haptik her sehr gut an. Also kein so billiger China-Klump. Hier zwei Batterien im Lieferumfang enthalten, was auch sehr, sehr selten vorkommt bei neuen Produkten, aber wirklich Props für Amazon. Das sind sogar Amazon-Batterien, verrückt. Dann hier. Alles ein bisschen kompliziert verpackt, muss ich sagen. Es erinnert ein wenig an Origami. So, hier ein Netzteil. Steht Amazon drauf. Auch recht hochwertig. Ein ganz normales USB-Netzteil. Dann hier die Alexa-Fernbedienung. Sieht ähnlich aus wie die klassische Alexa-Fernbedienung fürs Amazon Echo. Aber sie verfügt über ein paar mehr Tasten. Hier eine Home-Taste, Zurück-Taste, denke ich mal, Videotext eventuell, Zurück, Play, Pause, Vorwärts. Und die Alexa-Fernbedienung verfügt nur über dieses Steuerrad und den Mikrofonknopf. Ansonsten ist sie eigentlich dieselbe. Dann hier das Teil, um das es eigentlich hauptsächlich geht. Der Amazon Fire TV Stick. Klein, leicht, unscheinbar und hoffentlich erfüllt er seinen Dienst. So, das war ganz kurz und knapp der Inhalt des Amazon Fire TV Sticks. Und wie gesagt, wenn ich das Gerät ausprobiert habe, werde ich natürlich ein kurzes Review dazu filmen und würde mich freuen, wenn ihr weiterhin am Ball bleiben würdet. Es folgen immer mal wieder weitere Technik-Gadget-Videos und auch Smart-Home-Videos auf meinem Kanal.
und würde mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo von euch freuen. Und dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal.